Da ist es noch offen. Das Reiseprotokoll, das Tagebuch von Emily. Wir werden noch zwei Kapitel bekommen. Eins wohl nach dieser Mission hier und dann am Ende nochmal eins. Ich hoffe, wir können uns das auch noch vornehmen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Dishonored 2. Was ich interessant fand, was ich mir jetzt nochmal überlegt habe in den Minuten zwischen der letzten und dieser Folge hier. Callista. Ganz kurz erwähnt, aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass Emily auch nicht mehr weiß. Und bin mal gespannt, was sich hier in diesem Spiel noch so aufdeckt. Was wir noch finden können, was wir noch herausfinden können und was vielleicht in Zukunft über den ein oder anderen Charakter aus Dishonored 1 oder einfach aus Dishonored der Maske des Zorns wurde. Zum Beispiel habe ich gehofft, dass hier irgendwas mit Piero vorkommt, aber nee, Pustekuchen, nichts dergleichen, aber jetzt zurück zum Cliffhanger und das Spiel speichert automatisch, das ist schön. Ich will auch nochmal speichern. Schaden kann es nicht und dann gehen wir einfach mal dem Geist von Delilah in den Kragen. Ich gehe aber außen rum. Sieht ja echt schick aus. Die Statue blutet aus den Augen und die Flügel, sieht aus wie Flügel, die halten den Geist zusammen. Delilahs Bildnis. Geist einsammeln. Kann man den einfach so mitnehmen? Haben wir überhaupt ein Behältnis dafür? Wir nehmen es einfach mal mit. Das ist es. Befreie mich aus diesem toten Gefäß, von dieser vergifteten Welt und fange Delilahs Geist ein. Das werde ich nicht tun. Du bist alles, das ich wollte. Lass mich gehen. Ich habe zu viel von dieser Welt gesehen. An deinen Händen klebt Blut. Das habe ich für dich getan, um deinen Thron zu sichern. Dein Erbe. Meine Tochter, du wirst zu dem, was ich bekämpft habe. Ich liebe dich, aber lass mich gehen. Das schreit doch wohl nach Merache. Alles erledigt. Jetzt kommt Delilahs Geist zurück nach Dunwall. Ist das? Das Herz meiner Halbschwester? Nur ihr Fleisch bleibt noch. Vielleicht hat Delilahs Geist ihn zusammengehalten. Und jetzt haben wir Delilah da am Herz. Dafür musste Jessamine weichen. Oh Mann. Also ich habe mir für Emily doch irgendwie schon das gute Ende gewünscht. Mit der ganzen Meuchelei war das aber nicht drin. Da suppt gar kein schwarzes Blut mehr aus den Augen. So, wenn ich jetzt drücke. Sie erhalten nie zurück, was sie hier verloren haben. Jetzt haben wir die Leine in der Hand. Und zwar so richtig. Glauben Sie, ihr würde gefallen, was aus Ihnen geworden ist? Die redet mit uns, die redet. Die spricht uns mit Sie an. Sie sind jetzt. Nur ich gehöre noch zur Familie. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Corvo ist ja, naja, hoffentlich auch noch irgendwie da. Bei jedem Ziehen ihrer Klinge ist ein Teil von ihr gestorben. Ich wohne an zwei unmöglichen Orten gleichzeitig. Ein Gefängnis aus totem Fleisch. Nach einem Gefängnis aus Knochen. Tja, das tote Fleisch, das Herz, das Gefängnis aus Knochen, das da. Sie werden mich zurückbringen und durch meine Hände sterben. Puh. Tja, hier redet gerade Delilah. Weiß sie? Ach ja, die Runden. Weiß die andere Delilah, also die an dem anderen unmöglichen Ort? Gerade was hier geschieht, ja, muss sie irgendwie.
Schwierig, schwierig, schwierig. Habe ich noch was vergessen? Scheiße, aber zum Glück habe ich nachgeschaut. Kann ich ja nichts mehr nehmen? Nein, leider nicht. Oh Mann, ey. Hä? Sagt nichts mehr. Sag was? Aha. Das Blöde ist, wir werden jetzt auch gar nichts mehr aus irgendwelchen Leuten herausbekommen. Was ist hier passiert? Das war mal eine Maschine. Hat sich die Farbe des Herzens auch verändert? Es ist schwarz geworden, oder? Ist auf jeden Fall ein schwarzer Schein zu sehen. Da, das war doch vorher nicht so schwarz. Das war in einer Farbe wie der Rest. Boah. Hallöle. Was? Wir haben hier einen Notfall. Glaube ich nicht. Sie werden mich zurückbringen und durch meine Hände sterben. Was gibt's denn? Für diese Plörre? Jetzt nicht mehr, danke. Was steht denn hier noch? Entkomme aus dem Palast, triff dich mit Megan Foster. Das hatte ich mir schon gedacht, dann hauen wir hier mal ab. Umgibt uns vielleicht irgendwie auch ein schwarzer Schleier jetzt, wo wir die da im Herz haben? Könnte ja sein, ne? Bin echt mal gespannt, wie das sich hier auflöst. Und wir, vielleicht Koro dann in seinem Reiseprotokoll von all dem spricht und was wir überhaupt mit ihm so erleben, wie er so drauf ist, wie die Dinge so sieht, da bin ich echt gespannt. Nein! Wer war das denn? Oh! Das Wasser war aber hart. Vor allem, warum bin ich so weit geflogen? Was? Was war denn jetzt los? Bin ich auf ein Trampolin gesprungen? Jetzt sind wir ja direkt, als ich gespeichert habe, wieder da, ne? Hat er automatisch gespeichert? Verdammt nochmal! Was, hier oben habe ich gespeichert? Nee, das war doch automatisch. Wer tut sowas? Keine Ahnung. So, nochmal. Nicht drüber rennen, ansonsten springen wir drüber. Warum bin ich da so weit geflogen, hä? Ich mach's nochmal. Jetzt bin ich eine ganz andere Flugbahn geflogen. Viel niedriger. Die Fischis. Mana auffüllen. Bis darüber komme ich leider nicht. Na, dann gehe ich unten lang. Ah, sieht wieder so komisch aus, Mann. Die Rohren müssen wir leider zurücklassen. Habe ich jetzt... Oh. Falsche Richtung. Wurde das angesprochen, dass wir zur Abela Anlegestelle müssen? Zur Abeles Anlegestelle? Wenn ja, dann habe ich da mal nicht aufgepasst. Und ein Herz. Was? Also ich mag die ganzen Gespräche hier, ob jetzt Monolog oder Dialog in Dishonored. Auch wenn es bloß ein ist, ich finde das einfach herrlich. Ich würde das auch gern mal machen, ein Spiel synchronisieren, aber dann ohne Vorlesefehler. Das macht bestimmt einen Mordspaß. Abeles Anlegestelle. Mist, wo? An unseren Schuhen? Warum sehen wir die eigentlich schon wieder nicht, ey? Na gut, dann so. Plopp. Unten waren wir schon mal. Kommt mir bekannt vor. Hi. Jetzt müssen wir warten. Soll ich jetzt etwas schwimmen, oder was? Warum trauten sie sich nicht bis da rein? Hä? Ach so. Megan Foster ist ein Stein. Nee, wir müssen einfach da auf sie warten. Haben wir ein Signal gegeben? Ein Signal sagt mir was, ja, aber... Hey, Billy... Fragezeichen? Na, das geht, glaube ich, gut. Na, dann reden wir mal. Das war's?
Der Niedergang von Kanaka? Herzog Abele ist tot. Lang lebe, was nach ihm kommt. Zurück zur Dreadful Whale und dann weiter nach Dunwall. Zu Delilah. Endlich. Um mir den Thron zurückzuholen und meinen Vater zu retten. Sind Sie bereit? Ey, so abgehakt. Bringen Sie mich zurück. Ohne zurück. Zum Schiff zurück. Jetzt noch nicht, Megan. Na doch, jetzt schon. Bringen Sie mich zum Schiff zurück. Gut. Bitte. Wie Sie wünschen. Wieso haben wir nicht bitte gesagt? Mann. Letalität. Zivilisten getötet, ja? Das ist blöd. Gegner getötet, 50. Insgesamt 55. Barmherzig, niemanden getötet, nein. Schleichen, Alarme ausgelöst, 1. Leichen entdeckt, 25. Entdeckung, 112. Geisterhaft, nie entdeckt. Nein. Ruhen 3 von 5. Ist mir bekannt, 1 von 1 Outsider-Schrein, auch super. Münzen habe ich wieder einige nicht gefunden. Ey, da kann man aber echt viel Zeit in dem Spiel verbringen, um wirklich alles zu finden. Immerhin habe ich alle Gemälde gefunden, aber ausnahmsweise mal 2 Baupläne liegen gelassen. Und Geist der Vergangenheit? Zerbrochene Gazelle aus Herzog Luca Abeles Tresor gestohlen. Ach, das ist eine Sonderaktion gewesen? Ich muss gestehen, ich habe Dishonored das letzte Mal vor 1,5 Wochen gespielt oder vor knapp 2 Wochen und das ist eben schon etwas länger her. Also, die Details sind dann vielleicht etwas in Rückstand geraten. Naja, fortsetzen. Die Dreadful Whale trifft dich mit Megan Foster und Anton Sokolov, um deine Rückkehr nach Dunwall zu besprechen. Mein Leben änderte sich, als ein Attentäter namens Dowd meiner Mutter ein Schwert in die Brust stieß. Jetzt komme ich mit der gleichen Absicht nach Hause. Hat Dowd das gespürt, als er die Tat plante und sich fragte, wie es ist, eine Kaiserin zu töten? Welchen großartigen Plan Sie auch haben mögen, Delilah, Sie haben mir diesen Ort auf kluge Weise gestohlen. Sie wussten, wen Sie bestechen mussten und nahmen mir den stärksten Verbündeten. Meinen Vater. Aber sie kannten mich nicht. Sie sahen nur eine behütete Prinzessin. Sie dachten nicht, dass ich zurückschlage. Sie kennen mich nicht, Delilah. Noch nicht. Tja, und allzu lange wird sie uns auch nicht kennen, denn ich habe auf jeden Fall vor, die niederzustrecken, die blöde Hexe. Gibt doch bestimmt vorher nochmal ein Treffen mit dem Outsider, ganz, ganz sicher. Triff dich mit Megan Foster. Und wir sind wirklich auf dem Schiff. Ach, das Reiseprotokoll. Schreiben wir doch einfach mal was nieder. Und zwar, Tod der Kaiserin, ein Lebewohl. Ich trauere ein zweites Mal. Wie war es, ihr Herz stets in der Nähe zu wissen und doch nicht in der realen Welt? Es war ihre Weisheit, ihr Verständnis, ihre Stimme, ihre Liebe, Mutter. Jetzt habe ich dich zum zweiten Mal verloren. Ich wusste, dass ihr Geist gefangen war. Ich wusste, dass sie befreit werden musste. Nur wie? Natürlich fand sie einen Weg, mir zu helfen. Ein letztes Mal. Nein, ich werde nicht weinen. Noch nicht. Nicht bis meine Arbeit getan ist. Nun steckt ein anderer Geist im Herz. Eine andere Stimme. Delilah Copperspoon, die Lügnerin. Die Throndiebin. Delilah selbstsüchtig, hinterlistig und grausam. Der Herzog von Kanaka. Mit dem Tod von Herzog Abele komme ich dem Ende meiner Mission näher. Rache ist ja angeblich nur etwas für Dummköpfe und jene, die sie suchen, vernichten sich am Ende selbst. Oh Mann, hoffentlich tun wir das nicht. Trotzdem spüre ich, dass ich etwas erreicht habe. Ich bin einen Schritt näher daran, meinen Thron zurückzuholen, meinen Vater zu retten. Jetzt steht mir nur noch eine Person im Weg. Ja, den Thron zurückzubekommen, da denken wir bestimmt auch an uns selbst, aber in der letzten Folge, als ich aus dem Reisetagebuch groß vorgelesen habe, konnte man auch wieder erkennen, dass Emily im Nachhinein auch weiß, dass sie einiges hat schleifen lassen, so einige Ecken im Kaiserreich, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das dann angehen möchte.
Ich verlasse Serkonos. Byrne wird eine wichtige Rolle für die Zukunft von Serkonos spielen. Die Aufseher behaupten, der Nation Ordnung bringen zu können. Wenn sie mehr Macht erhalten. Tja, nun habe ich ihnen die Tore zum Ghost-Palast geöffnet. Ich bin gespannt darauf zu sehen, wie sie vorgehen. Wie wird der Vizeaufseher die Dinge ändern? Bestimmt nicht nur zum Guten, ganz bestimmt nicht. Ich hoffe nur, sie vergessen nicht, dass meine Vorstellung von Ordnung nicht unbedingt der ihren entspricht. Immerhin bin ich eine Ketzerin, ob sie es nun wissen oder nicht. Zurück in Dunwall. Dunwall, mein Zuhause. Hier sind zweifelsohne schreckliche Dinge geschehen, seitdem ich gegangen bin. Seit ich gezwungen wurde zu gehen. Wird die Stadt zerstört sein? Werden sich die Leute aus Angst in ihren Häusern verstecken? Versuche ich mich zu beruhigen, indem ich mir das Schlimmste vorstelle? Was, wenn ich die Stadt in besserem Zustand als früher vorfinde? Wenn Delilah bessere Arbeit als ich leistet? Blöde Vorstellung. Nein, das wird wohl nicht der Fall sein. Ich kenne Delilah und mich kenne ich jetzt ebenfalls besser. Ich habe ein schlechtes Gewissen wegen der Dinge, die ich hätte besser machen können, genau. Bevor das alles begann, weil ich eine Kaiserin war, für die nur wenige kämpften. Ich weiß nicht, was ich sehen werde, aber was auch immer mit meiner Stadt geschehen ist, Trauer oder Wut dürfen meinen Geist nicht vernebeln. Denn die Zerstörung Dunmores wird nicht schwer auf Delilah lasten. Sie weiß bestimmt, dass ich komme. Sie hat aus der Ferne zugesehen, wie ich einen ihrer Verbündeten nach dem anderen aus dem Weg geräumt habe. Fühlt sie sich verletzlich oder war das schon die ganze Zeit über ihr Plan? Das werden wir alles herausfinden. Wissen oder und Karten. Ja. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch eine Zwischensequenz, weil es so lange schwarz war. Nein. Wieder E gedrückt statt F. Arun in der Nähe. Okay. 5 war hier. Nein, nicht ganz. Ein Knochenartefakt. Bin echt mal gespannt, was sich jetzt verändert hat in Dunwall und überhaupt und was auf uns zukommen wird. Wirklich, ey, das ist. Und die Leichen, um sie herum zu erleben. Beachtlich, was Delilah geleistet hat, sich bei ihrer Herkunft den Thron zu schnappen. Ist aber ein schönes Bild. Emily ist aber auch hübsch. Geh mal weg, alter Mann. Da wir jetzt hier sind, wissen Sie wohl, wohin es geht und was zu tun ist. Sie haben so viele getötet. Jo. Was ist da schon einer mehr? Stimmt auch, aber ist nicht schön. Wenn jemand es verdient, dann Delilah. Sie muss sich für so vieles verantworten. Mittlerweile misstraue ich solchen Worten wie verdienen. Wie schon gesagt, ich kenne sie von früher. Tief im Innern, schwer verwundet, doch gerissen. Und auf der Suche nach einem Ausweg. Mehr als alles andere konnte Delilah sich die Welt als besseren Ort vorstellen. Hätte man das doch nur für etwas weniger Kriminelles nutzen können. Klingt nach Kritik. Es ist wohl zu spät, noch etwas zu bereuen. Reue ist keinem fremd. Ich bereue jetzt vor allem, dass ich keine Zeit mehr habe. Passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen, Anton. Mir schmeckt's irgendwie auch nicht, dass wir diesen Weg gewählt haben, aber ich will einfach mal beide herausfinden. Ich muss mal sehen, ob ich das auch noch ein drittes Mal durchspiele. Megan erwartet sie draußen an Deck. Sie wirkte so verschlossen. Noch mehr als sonst. Oh Mann, hier liegt echt eine düstere Stimmung zwischen uns beiden und überhaupt. Und dann auch noch Megan. Oh, es geht dem Ende entgegen. Aber der hat's echt noch drauf, der Sokolov. Mit der Malerei. Jetzt geht doch mal da weg. Ich will da noch mal hingucken. Sie haben wohl das Bestmögliche getan. Oder zumindest werde ich das glauben. Der ist alles andere als begeistert von dem, was wir getan haben. Kann ich verstehen. Karte? Ich habe jetzt Kante gelesen. Geh doch mal weg. Boah, das ist echt, das ist ja ein Foto. Krass.
Ey, das krabbelt an der Nase. Emily. Was haben wir aus dir gemacht? Kann ich mir ein Bild mitnehmen? Ich finde das Bild schön. Liegt wohl auch an Emily, aber das hier finde ich zum Beispiel nicht schön. Es sieht zwar an sich irgendwie schon etwas besonders schön gemacht aus, aber das Foto gefällt mir besser. Naja, schauen wir nochmal kurz hier nach. Hier gibt es noch was zum Klauen und was zum Mampfen. Kann noch was gebrauchen, das ist doch nichts Neues. Ich bin immer noch an Bord dieses knarrenden Dings, das Megadon Schiff nennt. Anton Sokolov, eins der Erbauer mächtiger Schiffe, die dem bösartigen Meer trotzten und groß genug waren, um die Leviathane an Bord zu hieven, die wildzuckend ihr Blut auf den Decks verspritzten. Die Wale. Majestätische Schiffe, schnell, mit luxuriösen Kabinen, geeignet für eine Kaiserin. Wo sind diese Schiffe jetzt? Sie sind viel zu wichtig, als dass sie einen alten Mann wie mich befördern. Ich wurde von meinen eigenen Schöpfungen verlassen. Aber vielleicht soll es ja so sein. War ich nicht grausam, egoistisch? Ja. Vielleicht sollte man mich vergessen, auf den Müll werfen. Nee. Vielleicht sollte ich endlich sterben. Und vielleicht werde ich das auch. Auf diesem letzten Abenteuer. Dann auf nach Dunmore. Mal sehen, was noch von mir übrig ist. Ja, aber wer kennt oder könnte auch uns wiedererkennen im Leben von Sokolov? Also klar, so schlimm wie er, na gut, boah, puh, schwierig zu beurteilen, aber er bereut im Nachhinein, was er getan hat, und wir aktuell nicht, und ui, doppelt beschichtetes Galvani-Verbundgewebe. Moins. Bin mal gespannt, ich hoffe, dass es mit Emily dann auch nach diesem Spiel auch irgendwie weitergeht, denn ich finde auch die Fortsetzung im Vergleich zu Dishonored 1 toll gemacht. Einfach geschichtlich, was liegt darum? Oh, die Zeit, ich habe die Zeit gar nicht im Auge behalten. Naja, aber das geht hier immer so schnell und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.